Unterschiedliche Wege zu Gott? Elke Kamphäus hat sich 10 Jahre lang intensiv mit Esoterik auseinandergesetzt. Dort lernte sie, dass Gott in allen Dingen sei. Der Weg zu Gott führte über Pflanzen, Tiere und ganz wichtig, den Menschen selbst. Meditation, um die innere Mitte zu finden, die Kraft der Steine ausprobieren und Tarotkarten legen. Im Bereich der Spiritualität gibt es eine Vielzahl an Mitteln und Methoden, die Weisheit, Gesundheit und Frieden versprechen. Ein freundlich lächelnder, zufriedener Buddha scheint besser in unser heutiges Lebensgefühl zu passen als ein schmerzgeplagter und verachteter Christus. Martin Kamphäus war jahrelang tibetischer Buddhist. Seine Suche nach dem Sinn des Lebens führte ihn durch die ganze Welt, bis er schließlich in Australien Unerwartetes fand. Hören Sie mehr über Martin und Elke Kamphäus bewegtes Leben im folgenden Vortrag zum Thema Buddhismus, Esoterik und Christentum. Katharine Kaftalli begrüßt Sie dazu sehr herzlich aus dem ERF-Studio in Wien. Martin Kamphäus ist Psychologe und Theologe, seine Frau Elke Sozialpädagogin und Gestalttherapeutin. Zusammen sind sie Autorin des Buches »Ich war Buddhist«, welches 2006 im Brunnen Verlag erschienen ist. Wir im Westen, wir probieren es immer mehr mit der fernöstlichen Methodik. Ein bisschen Yoga, ein bisschen Meditation. In diese Annonce heißt es Air Tour, Travel in Style. Also stilvoll zu reisen, heißt nun auch inwendig reisen. Im ganzen Kurbereich, Wellnessbereich, praktiziert man immer mehr Fernöstliches. Das ist ein Riesenthema. Wir im Westen sagen uns irgendwie ganz pragmatisch, Hauptsache, es wirkt, es hilft. Und da zählen wir einfach zusammen und sagen uns ja ein bisschen von Jesus. Mit Weihnachten machen alle gerne mit, ist gemütlich. Ein bisschen von Buddha, wenn das zur Ruhe bringt. Ich nehme es hinzu, ein bisschen von Manitou, die unsichtbare Kraft, die bei den Indianern geglaubt wird. Und da ergibt sich unter dem Strich Jebuma. So sind wir hier im Westen eher Jebumas, als dass wir klare Christen oder auch klare Buddhisten sind. Das ist so die neue Art Häppchenreligion, also von allem etwas. Vielleicht ist genau das auch ja, ein Kennzeichen der Esoterik. Ja, guten Abend. Genau so ist es. Es ist ein Kennzeichen für Esoterik, denn die Esoterik holt sich aus allen Religionen etwas. Man könnte sagen, es ist wie ein Regenschirmbegriff, der unter sich alles fasst, was mit Spiritualität zu tun hat. Mit einem besonderen Wissen. Man holt sich zum Beispiel aus dem Judentum die Kabbala, aus dem Christentum die Mystik, aus dem Islam den Sufismus, ganz viel aus Hinduismus und Buddhismus und dann natürlich auch aus den alten Kulten oder auch ja, aus dem Schamanismus, aus den Naturreligionen. Überall nimmt man etwas und macht daraus eine bunte Mischung, sodass eigentlich niemand mehr so richtig weiß, was bin ich eigentlich? Ich selber war etwa 10 Jahre lang in der Esoterik. Wie kommt man da hinein? Es gibt ja niemanden, der sagen würde, ab heute will ich Esoteriker oder Esoterikerin werden. Man weiß es eigentlich gar nicht, was es so genau ist. Man steigt irgendwie ein, möchte etwas Gutes vielleicht für seine Gesundheit. So ging es zumindest bei mir. Ich wollte einfach nur ein bisschen mehr Lebensqualität und habe dann einen Yogakurs besucht, habe in einer Fortbildung Kreativitätstraining gemacht. Und da ging es schon bei dem Kreativitätstraining nicht mehr ums Malen, wie ich mir so gewünscht hätte. Das war nämlich mein Hobby. Nein, da ging es schon um eine Selbsterfahrungsgruppe. Und nach diesem Wochenende, kann ich sagen, war mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Denn ich meinte, entdeckt zu haben, dass mein Leben eigentlich gar nicht so gut verlaufen war, wie ich das bis dahin gedacht hatte.
Nun, ich begegnete in diesen Kursen dann Menschen, die mir dann sagten, hast du schon mal dich mit Astrologie befasst? Hast du schon mal Tarotkarten gelegt? Hast du schon mal mit Steinen, mit der heilenden Wirkung der Steine dich befasst? Und ich immer, nein, habe ich nicht. Aber es klang alles so faszinierend, weil sie haben das so faszinierend dargestellt, was für Wirkungen das hat und dass man die Zukunft damit sehen könnte oder andere Dinge, sodass ich nach und nach tatsächlich anfing, eines nach dem anderen zu praktizieren. Nach 10 Jahren dann in der Esoterik sah ich dann so aus. Ich war sehr spirituell gekleidet. Das sollte auch so sein. Alle Leute sollten sofort wissen, was meine Philosophie oder auch meine Spiritualität war. Denn ich habe hier zum Beispiel auf dem T-Shirt ein Dreieck und das Dreieck sollte ein Symbol sein für eine unpersönliche, kosmische oder göttliche Kraft. Und es wurde mir gesagt, dass diese Kraft ja in jedem Menschen sei und so natürlich auch in mir und darum habe ich das auch auf diesem T-Shirt, ich wollte das gleich damit ausdrücken. Dann, das können Sie so nicht erkennen, aber da stehen 2 Worte in dem Dreieck, die heißen Magic Dream. Magischer Traum. Und hier geht es darum, in der Esoterik hat man ein ganz starkes magisches Denken. Man glaubt zum Beispiel, wenn man bestimmte Dinge am Körper trägt, dann würde man auch das bekommen, was dieser Gegenstand symbolisiert. Oder so wie ich hier zum Beispiel auf dem Arm einen Armreifen habe und dieser Armreifen ist eine Schlange. Die Schlange hat in der Esoterik eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Sie soll nämlich die Trägerin des Urwissens der Menschheit sein. In ihr soll alle Weisheit verborgen sein. Und natürlich auch die Weiblichkeit, die in der Esoterik eine ganz, ganz große Rolle spielt. Man sagt, dass jetzt in diesem neuen Zeitalter, das jetzt angebrochen sein soll, die Weiblichkeit die Situation mehr oder weniger retten soll, denn unser Planet, der sei doch schon sehr zerstört. Nun, Sie haben das Wort Esoterik jetzt schon häufiger gehört, aber was ist es denn nun? Die meisten Menschen wissen tatsächlich nicht, was es ist, obwohl der Begriff geläufig ist. Man stellt sich dieses oder jenes drunter vor und ich sagte schon, es lässt sich auch ganz schwer definieren, weil es halt alle Religionen irgendwie umfasst. Darum sollten wir uns vielleicht erstmal das Wort anschauen. Was bedeutet das Wort? Es stammt ja aus dem Griechischen, von Esoterikos und meint innen verborgen oder geheim. Und da geht es halt in der Esoterik um ein geheimes oder verborgenes Wissen. Wo findet man dieses verborgene Wissen? In alten Kulten, heidnischen Religionen, zum Beispiel bei den Ägyptern, Babyloniern, Azteken, Kelten. Auch im Tantra-Buddhismus, da gibt es dieses geheime Wissen. Und dann auch hier bei uns natürlich in Geheimlehren der Freimaurer, Rosenkreuzer, Anthroposophen und so weiter. Also früher war es so, oder bis jetzt eigentlich mehr oder weniger, dass man immer in dieses geheime Wissen eingeweiht werden musste. Das heißt, es wurde nur einer Gruppe von Menschen zugänglich. Aber man sagt, wir leben jetzt in einem neuen Zeitalter, das soll ungefähr ab dem Jahr 2000 angefangen haben. Das Wassermann-Zeitalter, so hat es die New Age-Bewegung vor etwa 40 Jahren formuliert. Und in diesem Zeitalter soll dieses geheime Wissen der ganzen Menschheit zuteil werden. Jetzt muss man nicht mehr in geheimen Ritualen eingeweiht werden, sondern jetzt gibt es zahlreiche Literatur, Kurse, alles bietet uns an, du kannst was mehr erfahren, was ganz geheim, tief auch in dir verborgen ist.
Nicht nur in Lehren, sondern auch im Menschen selber soll dieses geheime Wissen sein. Und natürlich dann auch noch im Kosmos. Buddhismus, Esoterik, Christentum – unterschiedliche Wege zu Gott? Das ist das Thema der heutigen Sendung. Der Frage auf den Grund gehen Martin und Elke Kampois. Beide haben jahrelang ihr Glück im Buddhismus bzw. der Esoterik gesucht. Martin ist Psychologe und Theologe, seine Frau Elke Sozialpädagogin und Gestalttherapeutin. Ja, wir sind schon in einer eigenartigen Zeit geboren und leben da drin. Es ist sehr viel auch im geistigen, spirituellen Bereich in Bewegung. Als ich jetzt in Holland geboren wurde, bin ich nicht in einer christlichen Familie geboren. Das heißt, ich bin nicht getauft noch gefirmt, überhaupt nicht in diese Richtung. Meine Eltern gingen schon mal zu etwas Christlichem und als junger Bursche durfte ich mal mitspielen mit so einer Art Weihnachtsspiel. Ich hatte eine sehr schöne Rolle. Ich war nämlich das Hinterteil eines Kamels. Und ich sage immer, das ist meine größte Erinnerung an den christlichen Glauben überhaupt gewesen. Ich konnte nichts damit anfangen. Ich hatte doch aber irgendwie Fragen nach dem Sinn meines Lebens. Es war eine gewisse Sehnsucht in mir. Vielleicht wie dieser junge Mann, der im Weiten eine leuchtende Stadt wahrnimmt, aber vor ihm ein Tal voller Nebel und nicht weiß, wie er dort ankommt. Genauso ging es mir auch. Ich hatte irgendwie Sehnsucht nach etwas, was mehr sei als das, was wir hier so erfahren können. Und ich wusste nicht, wie kommst du dahin? Nun, nachdem ich dann Abitur gemacht habe, habe ich angefangen zu reisen. Das war dann alles, was ich dabei hatte, als ich 8 Monate durch Südamerika trennte. Ich habe dort sehr viel Abenteuer erlebt, aber auch eine frustrierende Liebesaffäre. Und da dachte ich mir, mein letztendliches Ziel kann wohl nicht nur in der Liebe liegen. Es muss Ziele geben, die darüber hinausgehen. Jesus Christus hat einmal ganz einfach gesagt, suchet, so werdet ihr finden. Er meinte das im Kontext der Suche nach Gott. Aber was, wenn man noch nicht mal weiß, dass man Gott überhaupt suchen soll? Ich wusste es nicht. Für mich war Kirche etwas total Langweiliges. Vielleicht so in etwa wie in dieser Evangelisakademie, wo der Pfarrer gar nicht so froh reinschaut und sagt, ich begrüße Sie zu unserer Tagung, haben Christen Grund zur Freude und bin gespannt auf unsere Ergebnisse. So sah für mich Christentum aus. Ich dachte, da läuft nicht, dass ich das dann verglich mit dieser bunten Farbenpracht, die bei den tibetischen Buddhisten abläuft. Diese mystischen Ritualen, diese schweren Gebete der Mönche, da dachte ich mir, da scheint mir mehr dahinter zu stecken. Zu diesem Zeitpunkt studierte ich Psychologie. Ich habe das letztendlich auch fertig gemacht, aber ich habe damals mein Studium unterbrochen, weil auch ein Nachbarsmädchen mir von Lehrmeister tibetischer Art gesagt hatte, die dort in Indien leben würde, und sie sagte, da könnte ich vielleicht Antworten auf die Frage nach dem Sinn meines Lebens bekommen. So bin ich dorthin gereist und habe dann den Orten besucht, wo die Tibeter ihre Ritualen abhielten, ihre Opfergaben darbrachten. Alle Religionen opfern etwas, um irgendwie ein anderes Ziel zu erlangen. Und ich war fasziniert, habe dann mich angemeldet zu einem Kurs in Nepal. In etwa 150 westliche Menschen trafen zusammen, 1 Monat lang, und saßen dann an den Füßen eines Lamas, eines Lehrmeisters. Und so habe ich mich tatsächlich auch diese Zeit zum ersten Mal in diese schwierige Haltung hineingequetscht. Am Anfang tat das weh, eine Stunde ohne sich zu bewegen, so sitzen zu bleiben. Aber der Lama sagt, ihr unruhige Westler, ihr müsst erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen und dann lässt diesen Schmerz in euren Gliedern von selbst nach. Und dann öffnet ihr euch für das Ziel des Buddhismus, die sogenannte
Lehre mit zwei E. Ich dachte, Lehr? Du wirst nicht leer werden, du wirst die Fülle an Erfahrung. Und nun das. Es befremdete mich zunächst. Aber weil der Lama so viel Witze machte, ähnlich wie auch der Dalai Lama häufig in der Öffentlichkeit, dachte ich, diese Lehre muss ein ganz tiefer Zustand sein. Das musst du erstmal erfahren. Und so machte ich allmählich meine ersten Erfahrungen in der Meditation, die wohltuend waren, wo ich Hoffnung fasste und ich dachte, du musst einfach weitermachen. Ja, kommen wir noch einmal zurück auf die Esoterik. In diesem neuen Zeitalter, da werden bestimmte Ziele genannt für dieses Zeitalter. Die New Age-Bewegung hat das damals schon formuliert und sie hat gesagt, in diesem neuen Zeitalter wird praktisch das Christentum abgelöst werden und es werden stattdessen die Esoteriker die Werte und auch die Spiritualität vorgeben. Nun, es gibt ein Ziel ganz konkret für diese Welt. Die meisten Leute denken, ach, Esoterik hat einfach nur ein bisschen mit Entspannung zu tun, mit schöner Musik oder besonderen Düften. Nein, wir werden das heute Abend noch hören. Es gibt ganz klar formulierte Ziele, auch im politischen Bereich. Nun, was ist eines dieser Ziele? Eines dieser Ziele ist, dass man ein Paradies auf Erden schaffen möchte. Man sagt, diese Welt ist so zerstört und das ist ja auch wahr. Aber wir werden uns ja jetzt in diesem Zeitalter höher entwickeln und damit werden wir es auch schaffen, diese Welt zu einem Paradies zu machen. Zu einem Paradies gehört natürlich auch Frieden, der ist absolut notwendig. Aber das ist ja natürlich sehr schwierig in dieser Welt, auch wenn das neue Zeitalter jetzt schon angebrochen hat, merken wir eigentlich, es gibt mehr Kriege als vorher und mehr Gewalt als noch vor 40 Jahren wahrscheinlich. Nun, wie schafft man jetzt den Frieden? Da sind dann weitere Ziele gesteckt, nämlich eine Weltreligion als erstes, weil die Religionen ja gegeneinander kämpfen. Und dann auch natürlich eine Weltregierung gehören dazu. Wenn das ist, dann sind schon mal die größten Faktoren weg, die Kriege hervorrufen. So glaubt man. Und so ist es auch immer mehr, dass die Religionen eben auch immer mehr vermischt werden. Zum Beispiel nimmt man an, dass das Christusbewusstsein und das Buddha-Bewusstsein ein und dasselbe wären. Es hätte nur zu tun mit zwei verschiedenen Menschen, aber im Grunde ginge es darum, dass es sich um ein ganz hohes Bewusstsein handelt, um ein göttliches Bewusstsein. Und das hätten sowohl Christus als auch Buddha bekommen. Und so setzt man beide auf eine Stufe. Aber auch im Hinduismus ist das so. Zum Beispiel gibt es dann Bilder wie dieses hier, wo Krishna und Jesus durch die Welten ziehen, Hand in Hand. Und wo man der Meinung ist, ach, die christliche Lehre und der Hinduismus oder die Lehre von Krishna, die ähneln sich ja eigentlich im Prinzip. So meint man zumindest, wenn man sich nicht informiert. Nun, um die Religionen zu vermischen, ist Yoga zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Denn hier werden buddhistische und hinduistische Lehren mit hineingebracht, während Menschen vielleicht entspannt auf dem Boden liegen. Denn jede Yogalehrerin oder jeder Yogalehrer hat ja auch in der Ausbildung diesen hinduistischen Hintergrund mitbekommen. Ja, es gibt noch ein weiteres Ziel für dieses neue Zeitalter und zwar für den Menschen. Man glaubt ja, dass in jedem Menschen praktisch ein göttlicher Kern sei. Und dieses göttliche Bewusstsein, das muss er erlangen und das soll er entfalten. Das kann man, sagt man, durch Meditation,
indem man sich vielleicht versenkt in sich, durch bestimmte Formen von Ernährung, durch Atemübungen, durch reinigende Übungen, durch Entspannungsübungen, auch durch bestimmte Psychotherapieformen. Man soll alles reinigen, was noch an Blockaden im Körper ist. Und wenn das aufgehoben sind, wenn alle Blockaden aufgehoben sind, dann bin ich nicht nur im Kontakt mit meinem göttlichen Bewusstsein, sondern dann verschmelze ich auch mit dem göttlichen Bewusstsein des Kosmos, so denkt man. Nun, wie kommt man zu diesem hohen Ziel, dass jeder Mensch erfährt, dass er göttlich ist? Aber vielleicht noch eines vorweg, wenn man sagt, also man hat dieses göttliche Bewusstsein erlebt, dann, sagen sie, verwirklicht man sich selbst. Es ist Selbstverwirklichung zu entdecken, ich bin göttlich und das lebe ich aus. Nach Meinung der Esoterik. Nun, wie kommt man nun an dieses hohe Ziel? Esoteriker sagen, der Weg ist das Ziel. Es gibt keinen bestimmten Weg, mach dich einfach auf den Weg. Fange an mit einer Methode, die nicht nur auf deinen Körper wirkt, auch nicht nur auf deine Seele, sondern ganz besonders auf dein Bewusstsein. Denn das soll sich ja verändern. Zum Beispiel wird das im Yoga ganz klar genannt und auch in vielen anderen fernöstlichen meditativen Formen, dass sie diese Formen auf das Bewusstsein wirken, dass sie das Bewusstsein erweitern und so weiter. Nun, als Esoterikerin, die ja eben meinte, alles kann man ja in einen Topf werfen, war es ja für mich auch überhaupt kein Problem, mit einem Buddhisten eines Tages zusammenzukommen. Und nicht nur das, sondern auch mit ihm zum Dalai Lama nach Nordindien zu reisen. Und wir bekamen dort in Indien eine Audienz beim Dalai Lama. Und ich kann mich erinnern, als ich dem Dalai Lama immer näher kam, da spürte ich, dass eine enorme Ausstrahlung von ihm ausging. Ich selber hätte mich ja nie Buddhistin genannt, aber auch nicht Esoterikerin. Ich nannte mich immer Christin, weil ich war ja irgendwie in der Kirche. Ich war getauft und da meinte ich ja, ich sei Christin. Obwohl sich mein Gottesbild nach etlichen Jahren völlig verschoben hatte und mit dem Christentum eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun hatte. Aber nach wie vor, ich gehörte dazu, meinte ich. Und aus dem Grunde dachte ich, der Dalai Lama, ich finde ihn interessant, möchte ihn auch gerne mal sehen, aber religiös gesehen hätte er für mich keine Bedeutung. Aber ich spürte, dass eben diese Ausstrahlung von ihm ausging. Und weil ich noch so ein bisschen von Jesus Christus mitbekommen hatte, dass er ja, wie ich damals meinte, ein ganz besonderer Mensch gewesen sein sollte, mit göttlichen Eigenschaften, da dachte ich, vielleicht war auch dieser Jesus Christus so wie der Dalai Lama. Journalisten, der ganz ja, unerwartet den Dalai Lama traf und dann sagte, er, der Dalai Lama, ist praktisch Christus. Kann man solches sagen? Nun, um das nachzugehen, ob das geht, möchte ich über die Ziele etwas sagen. Das Ziel des Christus oder des Christentums formulierte einmal Jesus Christus. Er sagte, das Ziel heißt Gott der Vater. Und er behauptete, selber der Weg zu diesem Ziel zu sein, und dass niemand dahin kommen könne, als nur durch ihn. Vielen sagen, wie intolerant, wer kann solches behaupten? Menschen, die das aussagen, haben sich nicht weiter damit beschäftigt, ob es überhaupt andere Religionen gibt, die genau dieses Ziel anstreben. Wenn man zum Beispiel mal einen Muslim fragen würde, ist Allah gleich Vater, dann würde er sagen, nein, nein, das geht nicht. Viel zu familiär. Allah könnte auch keinen Sohn haben. Nun, wie ist das bei den Buddhisten? Kennen sie Gott? Als ich damals dann meinen Kurs besuchte, kam diesen Lehrmeister jeden Tag hinein und sprach dann, damals auf Englisch,
ein Text vor. Dieses sogenannte Herzsutra beschreibt ein Gespräch zwischen dem historischen Buddha und einer seiner wichtigsten Schüler namens Shariputra. Es geht so. Shariputra, auf diese Weise sind alle Phänomene leer. Daher, Shariputra, gibt es in der Leerheit keine Formen, keine Empfindungen, keine Wahrnehmungen, kein Bewusstsein, keinen Körper, keinen Geist, keine anderen Phänomene. Es geht, ich sage so gesagt, um diese Leerheit. Das befremdete mich ja auch. Und in dieser Leerheit, da gibt es überhaupt keine Person mehr. Noch nicht mal ein Empfinden, noch nicht mal ein Wahrnehmen. Körper sowieso nicht. Die Person also ist komplett aufgelöst. Nun, ich habe schon gesagt, die Lamas, wie der Dalai Lama, die reden aber häufig über Glück. Die meisten Bestseller von dem Dalai Lama haben eben dieses Thema Glück. Und er meint damit eben diese Leerheit. Der Dalai Lama sagt, in dieser Leerheit, das ist ein glückseliger Zustand, gibt es keine Person mehr, aber auch keinen Gott. So sagt er an anderer Stelle, da jedoch der Buddhismus keinen Schöpfergott oder persönlichen Erlöser kennt, warne ich vor Leuten, die sich buddhistisch christlich nennen. Hier sagt es ganz konkret. Er sagt, wir Buddhisten haben mit Gott überhaupt nichts zu tun. Wir streben nicht danach. Unser Ziel ist ein ganz anderes. Es heißt Erleuchtung, es heißt Buddha, es heißt Nirvana oder auch Leere oder Leerheit. Das sind alles Benennungen für das Ziel des Buddhismus. Und in diesem ist keinen Gott. Somit auf diese Frage, ob der Dalai Lama Christus sein könne, muss man schlicht sagen, das ist unmöglich. Er kann nicht Christus sein, wenn er Gott nicht kennt, noch ihm anerkennt. Also sind Buddhismus und Christentum zwei unterschiedliche Wege zu zwei unterschiedlichen Zielen. Ja, kommen wir noch einmal auf das Gottesbild der Esoterik zurück. Ich sagte es schon, Gott wird als unpersönliche Kraft gesehen. Mir wurde damals immer gesagt, du kannst das nennen, wie du es willst. Du kannst sagen Energie, Lebenskraft, Urenergie, universelle Energie. Was du willst, kannst du sagen. Du musst nur eines wissen, es gibt nicht diesen so persönlichen Gott, wie du das vielleicht immer gehört hast. Gott ist ganz anders. Gott ist in allen Dingen, so hieß es. Hier, alles ist in allem ist alles. Und damit ist das Göttliche gemeint, das in Bäumen sein soll, in Pflanzen, in Tieren, in Menschen. Es gibt in der Esoterik in dem Sinne keine Hierarchie, wie zum Beispiel das in der Bibel genannt wird. Da ist zuerst Gott in der Bibel, dann kommen die Menschen, dann die Tiere und dann die andere Schöpfung, die Natur. Nein, in der Esoterik könnte man sagen, da ist alles auf einer Ebene. Gott, Mensch oder das Göttliche, Menschen, Tiere, alles ist göttlich und soll von göttlicher Energie durchdrungen sein. Nun kann man Kurse finden, wie zum Beispiel diesen hier, Spüre deine Göttlichkeit. Da kann man dann an einem Wochenende lernen, dass man selber göttlich ist. Ein ganz bekannter Autor, er ist Inder, er lebt jetzt in Amerika. Ich würde ihn persönlich als Esoteriker bezeichnen. Er heißt Deepak Chopra. Er hat sehr viele Bücher geschrieben. Und er schreibt zum Beispiel, nach Jahrhunderten des Erkennens Gottes durch den Glauben sind wir heute imstande, göttliche Intelligenz direkt zu erkennen. Wie kommt das, dass wir jetzt nicht mehr glauben müssen? Es kommt dadurch, dass wir jetzt entdeckt haben, wir sind doch selber göttlich. Und jetzt haben wir doch direkt Zugang zu dem göttlichen Wissen. Früher haben wir gedacht, wir müssten da außerhalb noch irgendwo einen Gott haben und den noch befragen. Aber jetzt ist das einfach nicht mehr nötig. Und wenn wir uns nur hoch genug entwickeln,
dann werden wir Zugang zu diesem göttlichen Wissen bekommen. Und hoch genug entwickeln können wir uns auch, indem wir uns göttliche Energie aus Bäumen, aus Steinen oder sonst woher holen. Hier in einem Magazin in Deutschland hieß es vor einiger Zeit, Gesundheitstouristen, deutsche Rentner holen sich Kraft aus einer Energiezypresse. Es war in China, dort hat man sie an so einen Baum gestellt. Ich weiß nicht, ob die Rentner wirklich wussten, was sie da taten. Sie haben wahrscheinlich gemeint, sie bekommen einfach die Kraft des Baumes. Ja, in der Bibel heißt es, dass Gott im Himmel wohnt und thront. Wir Menschen hier auf Erden, aber zwischen Himmel und Erden gibt es einen Bereich der Luft, wo Geister, Mächte, Dämonen und Kräfte sind. Mit diesen macht man das erste Kontakt, wenn man sich für etwas Unsichtbares, etwas Transzendentes öffnet. Im Neuen Testament heißt es, ihr lebtet auch nach der Art dieser Welt. Das deutsche Wort Welt übersetzt das griechische Wort Kosmos. Und dann heißt es, ihr lebtet unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht. Hier wird diesen Bereich Luft genannt. Nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werke ist. Nun gibt es also einen Geist, der in der Luft herrscht, und unter diesem einen Geist ein Heer des Himmels von Dämonen, Mächte, Kräfte, allerhand, man könnte sagen, Unterstufungen, die auch auf die Menschheit einwirken wollen. Sicher, wenn sie auch von ihrer Seite sich bewusst für sie öffnen. In der Esoterik oder New Age-Bewegung gibt es manche Autoren, die diese Bewegung begründet haben, wie die Autorin Marilyn Ferguson. Sie schrieb das Buch Die sanfte Verschwörung, schon in etwa um 1970. Und sie bringt eigentlich die ganze Sache auf den Punkt, indem sie die Kraft dieser Bewegung benennt und sagt, es handelt sich um einen neuen Geist. Also ist ein Geist das Zentrum der New Age Bewegung. Und dadurch wird man im Sinne dieses Geistes auch auf ganz andere Gedanken über Gott, das Göttliche, über Jesus oder Erlösung, Befreiung oder was auch immer kommen. Nun unterscheidet auch das Neue Testament, man könnte sagen, zwischen zwei Geistesrichtungen. Den Christen wird gesagt, wir haben nicht empfangen den Geist der Welt. Wiederum, dieses Wort Welt übersetzt das griechische Wort Kosmos. Also wir haben nicht den kosmischen Geist empfangen, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Das heißt, es gibt den Heiligen Geist Gottes, der uns auf Gott und das Geschenk, was er uns in Jesus Christus gemacht hat, hinweist. Oder es gibt den kosmischen Geist, der den Menschen, man könnte sagen, eher im kosmischen oder im diesseitigen, in dem Weltlichen gefangen hält. Und das ist eine Unterscheidung, die auch die Bibel wiederum vornimmt. Wir dann gehen und dann auch, bei welchem Ziel wir ankommen wollen. Als ich damals Elke kennenlernte, wohnte ich in Amsterdam auf einem Schiff. Im Bauch des Schiffes waren Räumlichkeiten ausgebaut, die der alternativen Psychotherapie dienten. Alternativ bezog sich auch auf das Unsichtbare. Für mich. Diese Zeit, als ich in Amsterdam wohnte, da habe ich Elke eingeladen, wir haben uns kennengelernt und ich dachte, ach, ich war verliebt und ich dachte auch, die Buddha hat auch was von Liebe gesagt, das kann ich dann mit ihr verwirklichen. Und habe sie eingeladen, wir sind dann gemeinsam des Weges gegangen. Eines Tages brannte das Schiff unerwartet von innen aus. Ich hatte gerade zu Elke gesagt, es fühlt sich nicht mehr gut an, hier zu arbeiten. Und schon ging es nicht mehr, im ganzen Innenbereich war ausgebrannt, vom Versicherungsgeld haben wir es wieder aufgebaut und das Schiff verkauft. Und wir sind auf eine Weltreise gegangen, eben durch Indien. Dort habe ich noch Begegnungen mit meinem Guru gemacht, meinem Lehrmeister. Dann nach Indonesien und dann nach Australien.
Als wir dort eines Tages einen Freund besuchen wollten, wir hatten ihn in Indien kennengelernt, er war Jude, Hippie, hatte einen indischen Guru gehabt, eben ganz alternativ, da trennten wir, weil es keinen Bus gab. Und ein junger Mann nahm uns mit, der war sehr gut gelaunt. Wir fragten ihn, hast du irgendwie was geraucht? Er sagte, nein, nein, seine gute Laune käme von seiner guten Beziehung zu Jesus Christus. Dann fragte er, was macht ihr so beruflich? Wir sagten, wir sind alternative Psychotherapeuten. Meint ihr zu uns, wollt ihr mal was echt Alternatives erleben? Wollten wir schon. Dann meint ihr, musst ihr am Sonntag mit mir zu meiner Kirche kommen. Wir dachten, das kann man nicht wahr sein. Aber er war gut drauf und wir dachten, okay, wir lassen uns drauf ein. Am Sonntag nahm er uns dann mit, nicht zu einer Kirche, sondern zu einer Art Schulgebäude. Und als dann diesen Gottesdienst anfing, beteten diese Menschen von ganzem Herzen zu ihrem Gott, wie wenn er wirklich da war. Das war neu für uns. Am Ende des Gottesdienstes kam eine Frau zu der Elke und fragte ihr ganz direkt, darf ich mit dir beten? Elke war ein bisschen skeptisch, sie dachte, es ist bestimmt eine Sekte hier, denn sie ist weder katholisch noch evangelisch. Und sie ging zu mir und fragte, Martin, was meinst du? Und dachte, der sagt sowieso immer nein. Aber zu diesem Zeitpunkt, überraschenderweise, sagte ich sofort ja. Machen wir doch und ich komme mit. Da fing Gott schon an zu wirken. Wir gingen nach draußen, die Frau hatte den Pastor der Gemeinde dazugeholt und ich sah mit ein Auge zu, wie sie mit Elke beteten. Und wie am Ende von kurzer Zeit während diesem Gebet Elke ihr Leben Jesus Christus übergab. Ich dachte, wunderbar. Elke hat ja immer schon gesagt, sie sei Christin, aber sie war noch nicht mal eine halbe. Ich dachte, jetzt ist sie eine echte Christin geworden und ich einen echten Buddhist. Das passt gut zusammen. Die Frau aber drehte sich nach dem Gebet mit Elke sofort zu mir und fragte, darf ich auch mit dir beten? Ich wollte mal die Wirkung eines christlichen Gebetes erfahren und bejahte. Sie betet, auch der Pastor, dann fragte sie, ob ich ihr ein Gebet nachsprechen könne. Ich dachte, okay, du weißt nicht, wie das geht, dann musst du es mal nachmachen. Eine der ersten Dinge, die sie mir da vorbetete, war, ich solle alle meine anderen Religionen loslassen. Da stand ich beide Augen zu. Und mein erster Gedanke war, das machst du nicht. Ich dachte, welch eine Frechheit. Ich bin schon 7,5 Jahre tibetischer Buddhist und habe schon eine höhere Bewusstseinsebene angelangt. Das willst du nicht einfach so mal loslassen? Also wollte ich schon Nein sagen, als mir dort ein Wort des Buddha einfiel. Der hat mal gesagt, wenn dir jemand was Wichtiges sagt oder lehrt, dann prüfe du selbst. Tatsächlich weist es durch den Buddha auf Selbstprüfung hin. Und das tat ich, nach buddhistischer Art ging ich in mir, stellte eine enorme Stolz, eine absolute Rebellion in mir fest. Ich wollte das nicht. Außerhalb von mir aber merkte ich, dass diesen Jesus Christus, wozu diese Frau gebetet hatte, schlicht da war. Und ich stellte fest, dass er außerhalb von mir größer, klarer und wahrer war als mein Widerstand in mir. Und als ich das feststellte, dachte ich, wenn du ehrlich sein willst, dann müsstest du dich jetzt für den größeren, den klareren und den wahreren entscheiden. Und habe dann trotz meines Widerstandes ganz zaghaft gesagt, okay, ich lasse alle meine anderen Religionen los. Nun, das hört sich leicht an, aber innerhalb von diesen paar Minuten war jede Zeitempfindung weg.
es dauerte für mich eine Ewigkeit und es war ein riesiger innerer Kampf. Und fast hoffte ich, dass niemand dieses Gebet hören würde. Aber es war ein Gebet zu Gott, zu Jesus. Und der die Ohren gemacht, sollte er nicht hören? Er hatte gehört. Wir standen beide da und waren total verblüfft. Nur die Frau schien besser zu wissen, wie es uns ging, und sagte, jetzt hat Jesus Christus euch aus dieser Welt herausgenommen und zu sich geholt. Wir standen ja draußen auf dem Balkon und an dem Tag war es nebelig. Und es war auf einmal, wie wenn die Welt ihr Griff auf uns verloren hatte. Und mit Welt meine ich vor allen Dingen die unsichtbare Welt, der Geister, Mächte, Dämonen, Kräfte. Diese Welt, wofür wir uns geöffnet hatten, durch Meditation und viele Übungen, die zunächst uns schöne Erfahrungen beschert hatte, aber dann auch immer mehr Druck auf unser Leben gelegt hat. Und auf einmal war es, wie der ganze Druck wie weggeblasen war. Und es war eine Liebe da und ein Frieden, die war ungekannt. Woher denn? Weil wir Jesus Christus während diesem Gebet kennengelernt und aufgenommen hatten, standen wir auf einmal in der Begegnung zu dem lebendigen Schöpfer und Erlösergott. Und es war dessen Frieden, dessen Liebe, die wir zum ersten Mal in unser Leben erfuhren. Nun, man kann sagen, das war ein kurzer Moment, ein enormer Wendepunkt in unser Leben, aber es musste sich im Laufe der Zeit doch enorm viel klären. Denn unser ganzes Denken war voll mit buddhistischem, mit esoterischem Gedankengut. Aber rückblickend kann ich sagen, wie es damals ging. Damals, als ich noch Buddhist war, kannte ich, wie gesagt, per Definition keinen Gott. Ich strebte nach dem Frieden der Lehre. Das soll das Ziel sein und da meditierte ich dafür, da tat ich sehr viel dafür. Ich glaubte, die Energie von Stupas, Mantras, das sind Anbetungsformeln, oder auch Mandalas, eben die Dinge, die auch so viel gemalt und gelegt werden, die würden mir dabei helfen. Das heißt, vielen magischen Mitteln. Und all diese Dinge habe ich auch ausgeübt. Nicht nur diese magischen Mittel, sondern auch sehr viel Hinwerfungen, sehr viele Meditationen. Es war ein Weg, wo man viel Mühen auf sich nahm. Nun, wenn man weiß, wie ich schon sagte, dass so ein Stupa Buddha repräsentiert und das heißt eben nichts mit Gott zu tun hat, sondern mit der Lehre, der absoluten Lehre mit 2e. Nun, ich habe damals all diese Dinge geglaubt, aber jetzt nehme ich das wahr. Und sehe, wie blauäugig unsere Welt ist, sich auf all solchen Dingen auch einzulassen. Damals versuchte ich, allem Leiden zu entfliehen, in meiner Meditation, mich zurückzuziehen, aus dieser Welt und die Erleuchtung der Lehre zu erfahren. Ich meinte, durch eigene Leistung erleuchtet werden zu können, aber wusste nicht, ob ich schaffe. Das sagte der historische Buddha auch. Du weißt es nicht. Du musst sehr viel Leistung, sehr viel Positives bewirken und dann vielleicht schaffst du es bis Erleuchtung. Heute weiß ich, es gibt Gott. Nur ein. Ich habe Frieden mit meinem Schöpfer, mit meinem Urheber, mit dem, der mich gemacht hat und eben mich auch als Mensch gemacht hat. Und ich akzeptiere es, eben Mensch oder Mann zu sein oder eben Holländer, wie mich Gott gemacht hat. Und das ist ein ganz anderer Vorgang. Damals wollte ich aus all diesem aussteigen und in diese Leere aufgehen, verschwinden. Aber jetzt weiß ich, nein, ein Schöpfer will mich. Und ich soll das akzeptieren und darin in alle Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten das Leben zu leben, was mir gegeben wurde. Und ich weiß heute, wie war ich verloren? Auf Ewigkeit,
weg von Gott. Aber preis Gott, heute bin ich gefunden. Nun, das ist jetzt vor längerer Zeit geschehen und Elke und ich, wir haben gelernt, dass es diesen Gott gibt, auch auf Grundlage des Wortes Gottes, und das ist dann ein Prozess gewesen. Buddhismus, Esoterik und Christentum, unterschiedliche Wege zu Gott? Nein, muss die Antwort lauten. Buddhismus und Christentum sind zwei unterschiedliche Wege zu unterschiedlichen Zielen, weiß Martin Kampois. Mehr über Martin und Elke Kampois bewegtes Leben und wie sie vom Buddhismus zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gefunden haben, können Sie nachlesen in Martin Kampois Autobiografie »Ich war Buddhist«, 2006 erschienen im Brunnen Verlag. Da jedoch der Buddhismus keinen Schöpfergott oder persönlichen Erlöser kennt, warne ich vor Leuten, die sich buddhistisch christlich nennen. Hier sagt es ganz konkret. Er sagt, wir Buddhisten haben mit Gott überhaupt nichts zu tun. Wir streben nicht danach. Unsere Ziele sind ganz anders. Es heißt Erleuchtung, es heißt Buddha, es heißt Nirvana oder auch Lehre oder Leerheit. Das sind alles Benennungen für das Ziel des Buddhismus. Und in diesem ist keinen Gott. Somit auf diese Frage, ob der Dalai Lama Christus sein könne, muss man schlicht sagen, das ist unmöglich. Er kann nicht Christus sein, wenn er Gott nicht kennt, noch ihm anerkennt. Also sind Buddhismus und Christentum zwei unterschiedliche Wege zu zwei unterschiedlichen Zielen. Ja, kommen wir noch einmal auf das Gottesbild der Esoterik zurück. Ich sagte es schon, Gott wird als unpersönliche Kraft gesehen. Mir wurde damals immer gesagt, du kannst das nennen, wie du es willst. Du kannst sagen Energie, Lebenskraft, Urenergie, universelle Energie. Was du willst, kannst du sagen. Du musst nur eines wissen, es gibt nicht diesen so persönlichen Gott, wie du das vielleicht immer gehört hast. Gott ist ganz anders. Gott ist in allen Dingen, so hieß es. Hier, alles ist in allem ist alles. Und damit ist das Göttliche gemeint, das in Bäumen sein soll, in Pflanzen, in Tieren, in Menschen. Es gibt in der Esoterik in dem Sinne keine Hierarchie, wie zum Beispiel das in der Bibel genannt wird. Da ist zuerst Gott in der Bibel, dann kommen die Menschen, dann die Tiere und dann die andere Schöpfung, die Natur. Nein, in der Esoterik könnte man sagen, da ist alles auf einer Ebene. Gott, Mensch oder das Göttliche, Menschen, Tiere, alles ist göttlich und soll von göttlicher Energie durchdrungen sein. Nun kann man Kurse finden, wie zum Beispiel diesen hier, Spüre deine Göttlichkeit. Da kann man dann an einem Wochenende lernen, dass man selber göttlich ist. Ein ganz bekannter Autor, er ist Inder, er lebt jetzt in Amerika. Ich würde ihn persönlich als Esoteriker bezeichnen. Er heißt Deepak Chopra. Er hat sehr viele Bücher geschrieben und er schreibt zum Beispiel nach Heimewissen. Und dann auch hier bei uns natürlich in Geheimlehren der Freimaurer, Rosenkreuzer, Anthroposophen und so weiter. Also früher war es so, oder bis jetzt eigentlich mehr oder weniger, dass man immer in dieses geheime Wissen eingeweiht werden musste. Das heißt, es wurde nur einer Gruppe von Menschen zugänglich. Aber man sagt, wir leben jetzt in einem neuen Zeitalter, das soll ungefähr ab dem Jahr 2000 angefangen haben. Das Wassermann-Zeitalter, so hat es die New Age-Bewegung vor etwa 40 Jahren formuliert. Und in diesem Zeitalter soll dieses geheime Wissen der ganzen Menschheit zuteil werden. Jetzt muss man nicht mehr in geheimen Ritualen eingeweiht werden, sondern jetzt gibt es zahlreiche Literatur, Kurse, alles bietet uns an, du kannst was mehr erfahren.
was ganz geheim tief auch in dir verborgen ist. Nicht nur in Lehren, sondern auch im Menschen selber soll dieses geheime Wissen sein. Und natürlich dann auch noch im Kosmos. Buddhismus, Esoterik, Christentum – unterschiedliche Wege zu Gott? Das ist das Thema der heutigen Sendung. Der Frage auf den Grund gehen Martin und Elke Kamphäus. Beide haben jahrelang ihr Glück im Buddhismus bzw. der Esoterik gesucht. Martin ist Psychologe und Theologe, seine Frau Elke Sozialpädagogin und Gestalttherapeutin. Ja, wir sind schon in einer eigenartigen Zeit geboren und leben da drin. Es ist sehr viel auch im geistigen, spirituellen Bereich in Bewegung. Als ich jetzt in Holland geboren wurde, bin ich nicht in einer christlichen Familie geboren. Das heißt, ich bin nicht getauft noch gefirmt, überhaupt nichts in diese Richtung. Meine Eltern gingen schon mal zu etwas Christlichem und als junger Bursche durfte ich mal mitspielen mit so einer Art Weihnachtsspiel. Ich hatte eine sehr schöne Rolle. Ich war nämlich das Hinterteil eines Kamels. Und ich sage immer, das ist meine größte Erinnerung an den christlichen Glauben überhaupt gewesen. Ich konnte nichts damit anfangen. Ich hatte doch aber irgendwie Fragen nach dem Sinn meines Lebens. Es war eine gewisse Sehnsucht in mir. Vielleicht wie dieser junge Mann, der im Weiten eine leuchtende Stadt wahrnimmt, aber vor ihm ein Tal voller Nebel und nicht weit hören würde. Aber es war ein Gebet zu Gott, zu Jesus. Und der die Ohren gemacht, sollte er nicht hören? Er hatte gehört. Wir standen beide da und waren total verblüfft. Nur die Frau schien besser zu wissen, wie es uns ging, und sagte, jetzt hat Jesus Christus euch aus dieser Welt herausgenommen und zu sich geholt. Wir standen ja draußen auf dem Balkon und an dem Tag war es nebelig. Und es war auf einmal, wie wenn die Welt ihr Griff auf uns verloren hatte. Und mit Welt meine ich vor allen Dingen die unsichtbare Welt, der Geister, Mächte, Dämonen, Kräfte. Diese Welt, wofür wir uns geöffnet hatten durch Meditation und vielen Übungen, die zunächst uns schöne Erfahrungen beschert hatte, aber dann auch immer mehr Druck auf unser Leben gelegt hat. Und auf einmal war es, wie der ganze Druck wie weggeblasen war. Und es war eine Liebe da und ein Frieden, die war ungekannt. Woher denn? Weil wir Jesus Christus während diesem Gebet kennengelernt und aufgenommen hatten, standen wir auf einmal in der Begegnung zu dem lebendigen Schöpfer und Erlösergott. Und es war dessen Frieden, dessen Liebe, die wir zum ersten Mal in unser Leben erfuhren. Nun, man kann sagen, das war ein kurzer Moment, ein enormer Wendepunkt in unser Leben, aber es musste sich im Laufe der Zeit doch enorm viel klären. Denn unser ganzes Denken war voll mit buddhistischem, mit esoterischem Gedankengut. Aber rückblickend kann ich sagen, wie es damals ging. Damals, als ich noch Buddhist war, kannte ich, wie gesagt, per Definition keinen Gott. Ich strebte nach dem Frieden der Lehre. Das soll das Ziel sein und da meditierte ich dafür, da tat ich sehr viel dafür. Ich glaubte, die Energie von Stupas, Mantras, das sind Anbetungsformeln, oder auch Mandalas, eben die Dinge, die auch so viel gemalt und gelegt werden, die würden mir dabei helfen. Das heißt, vielen magischen Mitteln. Und all diese Dinge habe ich auch ausgeübt. Nicht nur diese magischen Mittel, sondern auch sehr viel Hinwerfungen, sehr viele Meditationen. Es war ein Weg, wo man viel Mühen auf sich nahm. Nun, wenn man weiß, wie ich schon sagte, dass so ein Stupa Buddha repräsentiert und das heißt eben nichts auf unsere Ergebnisse. So sah für mich Christentum aus.
Ich dachte, da läuft nicht, dass ich das dann verglich mit dieser bunten Farbenpracht, die bei den tibetischen Buddhisten abläuft, diese mystischen Ritualen, diese schwere Gebete der Mönche, da dachte ich mir, da scheint mir mehr dahinter zu stecken. Zu diesem Zeitpunkt studierte ich Psychologie. Ich habe das letztendlich auch fertig gemacht, aber ich habe damals mein Studium unterbrochen, weil auch ein Nachbarsmädchen mir von Lehrmeister tibetischer Art gesagt hatte, die dort in Indien leben würde, und sie sagte, da könnte ich vielleicht Antworten auf die Frage nach dem Sinn meines Lebens bekommen. So bin ich dorthin gereist und habe dann den Orten besucht, wo die Tibeter ihre Ritualen abhielten, ihre Opfergaben darbrachten. Alle Religionen opfern etwas, um irgendwie ein anderes Ziel zu erlangen. Und ich war fasziniert. Habe dann mich angemeldet zu einem Kurs in Nepal. In etwa 150 westliche Menschen trafen zusammen, einen Monat lang, und saßen dann an den Füßen eines Lamas, eines Lehrmeisters. Und so habe ich mich tatsächlich auch diese Zeit zum ersten Mal in diese schwierige Haltung hineingequetscht. Am Anfang tat das weh. Eine Stunde, ohne sich zu bewegen, so sitzen zu bleiben. Aber der Lama sagt, ihr unruhige Westler, ihr müsst erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen, und dann lässt diesen Schmerz in euren Gliedern von selbst nach. Und dann öffnet ihr euch für, ja, das Ziel des Buddhismus, die sogenannte Lehre mit zwei E. Ich dachte, Lehre? Du wirst nicht leer werden, du wirst die Fülle an Erfahrung. Und nun das. Es befremdete mich zunächst. Aber weil der Lama so viel Witze machte, ähnlich wie auch der Dalai Lama häufig in der Öffentlichkeit, dachte ich, diese Lehre muss ein ganz tiefer Zustand sein. Das musst du erstmal erfahren. Und so machte ich allmählich meine ersten Erfahrungen in der Meditation, die wohltuend waren, wo ich Hoffnung fasste und ich dachte, du musst einfach weitermachen. Ja, kommen wir noch einmal zurück auf die Esoterik. In diesem neuen Zeitalter, da werden bestimmte Ziele genannt für dieses Zeitalter. Die New Age-Bewegung hat das damals schon formuliert und sie hat gesagt, in diesem neuen Zeitalter wird praktisch das Christentum abgelöst. Dinge, so dass ich nach und nach tatsächlich anfing, eines nach dem anderen zu praktizieren. Nach 10 Jahren dann in der Esoterik sah ich dann so aus. Ich war sehr spirituell gekleidet. Das sollte auch so sein. Alle Leute sollten sofort wissen, was meine Philosophie oder auch meine Spiritualität war. Denn ich habe hier zum Beispiel auf dem T-Shirt ein Dreieck und das Dreieck sollte ein Symbol sein für eine unpersönliche, kosmische oder göttliche Kraft. Und es wurde mir gesagt, dass diese Kraft ja in jedem Menschen sei und so natürlich auch in mir und darum habe ich das auch auf diesem T-Shirt, ich wollte das gleich damit ausdrücken. Dann, das können Sie so nicht erkennen, aber da stehen 2 Worte in dem Dreieck, die heißen Magic Dream, magischer Traum. Und hier geht es darum, in der Esoterik hat man ein ganz starkes magisches Denken. Man glaubt zum Beispiel, wenn man bestimmte Dinge am Körper trägt, dann würde man auch das bekommen, was dieser Gegenstand symbolisiert oder so wie ich hier zum Beispiel auf dem Arm einen Armreifen habe und dieser Armreifen ist eine Schlange. Die Schlange hat in der Esoterik eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Sie soll nämlich die Trägerin des Urwissens der Menschheit sein. In ihr soll alle Weisheit verborgen sein. Und natürlich auch die Weiblichkeit, die in der Esoterik eine ganz, ganz große Rolle spielt. Man sagt, dass jetzt in diesem neuen Zeitalter, das jetzt angebrochen sein soll, die Weiblichkeit die Situation mehr oder weniger retten soll. Denn unser Planet
der sei doch schon sehr zerstört. Nun, Sie haben das Wort Esoterik jetzt schon häufiger gehört, aber was ist es denn nun? Die meisten Menschen wissen tatsächlich nicht, was es ist, obwohl der Begriff geläufig ist. Man stellt sich dieses oder jenes drunter vor. Und ich sagte schon, es lässt sich auch ganz schwer definieren, weil es halt alle Religionen irgendwie umfasst. Darum sollten wir uns vielleicht erstmal das Wort anschauen. Was bedeutet das Wort? Es stammt ja aus dem Griechischen, von Esoterikos, und meint innen verborgen oder geheim. Und da geht es halt in der Esoterik um ein geheimes oder verborgenes Wissen. Wo findet man dieses verborgene Wissen bekommen? Und so setzt man beide auf eine Stufe. Aber auch im Hinduismus ist das so. Zum Beispiel gibt es dann Bilder wie dieses hier, wo Krishna und Jesus durch die Welten ziehen, Hand in Hand. Und wo man der Meinung ist, ach, die christliche Lehre und der Hinduismus oder die Lehre von Krishna, die ähneln sich ja eigentlich im Prinzip. So meint man zumindest, wenn man sich nicht informiert. Nun, um die Religionen zu vermischen, ist Yoga zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Denn hier werden buddhistische und hinduistische Lehren mit hineingebracht, während Menschen vielleicht entspannt auf dem Boden liegen. Denn jede Yogalehrerin oder jeder Yogalehrer hat ja auch in der Ausbildung diesen hinduistischen Hintergrund mitbekommen. Ja, es gibt noch ein weiteres Ziel für dieses neue Zeitalter, und zwar für den Menschen. Man glaubt ja, dass in jedem Menschen praktisch ein göttlicher Kern sei. Und dieses göttliche Bewusstsein, das muss er erlangen und das soll er entfalten. Das kann man, sagt man, durch Meditation, indem man sich vielleicht versenkt in sich, durch bestimmte Formen von Ernährung, durch Atemübungen, durch reinigende Übungen, durch Entspannungsübungen, auch durch bestimmte Psychotherapieformen. Man soll alles reinigen, was noch an Blockaden im Körper ist. Und wenn das aufgehoben sind, wenn alle Blockaden aufgehoben sind, dann bin ich nicht nur im Kontakt mit meinem göttlichen Bewusstsein, sondern dann verschmelze ich auch mit dem göttlichen Bewusstsein des Kosmos, so denkt man. Nun, wie kommt man zu diesem hohen Ziel, dass jeder Mensch erfährt, dass er göttlich ist? Ah, vielleicht noch eines vorweg. Wenn man sagt, also man hat dieses göttliche Bewusstsein erlebt, dann sagen sie, verwirklicht man sich selbst. Es ist Selbstverwirklichung zu entdecken, ich bin göttlich und das lebe ich aus. Nach Meinung der Esoterik. Nun, wie kommt man nun an dieses hohe Ziel? Esoteriker sagen, der Weg ist das Ziel. Es gibt keinen bestimmten Weg, mach dich einfach auf den Weg. Fange an mit einer Methode, die nicht nur auf deinen Körper wirkt, auch nicht nur auf deine Seele, sondern ganz besonders auf dein Bewusstsein. Das ist absolut notwendig, aber das ist ja natürlich sehr schwierig in dieser Welt, auch wenn das neue Zeitalter jetzt schon angebrochen hat, merken wir eigentlich, es gibt mehr Kriege als vorher und mehr Gewalt als noch vor 40 Jahren wahrscheinlich. Nun, wie schafft man jetzt den Frieden? Da sind dann weitere Ziele gesteckt, nämlich eine Weltreligion als erstes, weil die Religionen ja gegeneinander kämpfen. Und dann auch natürlich eine Weltregierung gehören dazu. Wenn das ist, dann sind schon mal die größten Faktoren weg, die Kriege hervorrufen. So glaubt man. Und so ist es auch immer mehr, dass die Religionen eben auch immer mehr vermischt werden. Zum Beispiel nimmt man an, dass das Christusbewusstsein und das Buddha-Bewusstsein ein und dasselbe wären.
Es hätte nur zu tun mit zwei verschiedenen Menschen, aber im Grunde ging es darum, dass es sich um ein ganz hohes Bewusstsein handelt, um ein göttliches Bewusstsein. Und das hätten sowohl Christus als auch Buddha bekommen. Und so setzt man beide auf eine Stufe. Aber auch im Hinduismus ist das so. Zum Beispiel gibt es dann Bilder wie dieses hier, wo Krishna und Jesus durch die Welten ziehen, Hand in Hand. Und wo man der Meinung ist, ach, die christliche Lehre und der Hinduismus oder die Lehre von Krishna, die ähneln sich ja eigentlich im Prinzip. So meint man zumindest, wenn man sich nicht informiert. Nun, um die Religionen zu vermischen, ist Yoga zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Denn hier werden buddhistische und hinduistische Lehren mit hineingebracht, während Menschen vielleicht entspannt auf dem Boden liegen. Denn jede Yogalehrerin oder jeder Yogalehrer hat ja auch in der Ausbildung diesen hinduistischen Hintergrund mitbekommen. Ja, es gibt noch ein weiteres Ziel für dieses neue Zeitalter, und zwar für den Menschen. Man glaubt ja, dass in jedem Menschen praktisch ein göttlicher Kern sei. Und dieses göttliche Bewusstsein, das muss er erlangen und das soll er entfalten. Das kann man, sagt man, durch Meditation, indem man sich vielleicht versenkt in sich, durch bestimmte Formen von Ernährung, durch Atemübungen, durch reinigende Übungen. Als wir dort eines Tages einen Freund besuchen wollten, wir hatten ihn in Indien kennengelernt, er war Jude, Hippie, hatte einen indischen Guru gehabt, eben ganz alternativ, da trennten wir, weil es keinen Bus gab. Und ein junger Mann nahm uns mit, der war sehr gut gelaunt. Wir fragten ihn, hast du irgendwie was geraucht? Er sagte, nein, nein, seine gute Laune käme von seiner guten Beziehung zu Jesus Christus. Dann fragte er, was macht ihr so beruflich? Wir sagten, wir sind alternative Psychotherapeuten. Meint ihr zu uns, wollt ihr mal was echt Alternatives erleben? Wollten wir schon. Dann meint ihr, musst ihr am Sonntag mit mir zu meiner Kirche kommen. Wir dachten, das kann man nicht wahr sein. Aber er war gut drauf und wir dachten, okay, wir lassen uns drauf ein. Am Sonntag nahm er uns dann mit, nicht zu einer Kirche, sondern zu einer Art Schulgebäude. Und als dann diesen Gottesdienst anfing, beteten diese Menschen von ganzem Herzen zu ihrem Gott, wie wenn er wirklich da war. Das war neu für uns. Am Ende des Gottesdienstes kam eine Frau zu der Elke und fragte ihr ganz direkt, darf ich mit dir beten? Elke war ein bisschen skeptisch, sie dachte, es ist bestimmt eine Sekte hier, denn sie ist weder katholisch noch evangelisch. Und sie ging zu mir und fragte, Martin, was meinst du? Und dachte, der sagt sowieso immer nein. Aber zu diesem Zeitpunkt, überraschenderweise, sagte ich sofort ja. Machen wir doch, und ich komme mit. Da fing Gott schon an zu wirken. Wir gingen nach draußen, die Frau hatte den Pastor der Gemeinde dazugeholt und ich sah mit ein Auge zu, wie sie mit Elke beteten. Und wie am Ende von kurzer Zeit während diesem Gebet Elke ihr Leben Jesus Christus übergab. Ich dachte, wunderbar. Elke hat ja immer schon gesagt, sie sei Christin, aber sie war noch nicht mal ein halbe. Ich dachte, jetzt ist sie eine echte Christin geworden und ich einen echten Buddhist. Das passt gut zusammen. Die Frau aber drehte sich nach dem Gebet mit Elke sofort zu mir und fragte, darf ich auch mit dir beten? Ich wollte mal die Wirkung eines christlichen Gebetes erfahren und bejahte. Sie betet auch der Pastor, dann fragte sie, ob ich ihr ein Gebet nachsprechen könne. Ich dachte, okay, du weißt nicht, wie das geht, dann musst du es mal nachmachen. Eines Widerstandes, ganz zaghaft gesagt,
okay, ich lasse alle meine anderen Religionen los. Nun, das hört sich leicht an, aber innerhalb von diesen paar Minuten war jede Zeitempfindung weg. Es dauerte für mich eine Ewigkeit und es war ein riesiger innerer Kampf. Und fast hoffte ich, dass niemand dieses Gebet hören würde. Aber es war ein Gebet zu Gott, zu Jesus. Und der die Ohren gemacht, sollte er nicht hören? Er hatte gehört. Wir standen beide da und waren total verblüfft. Nur die Frau schien besser zu wissen, wie es uns ging, und sagte, jetzt hat Jesus Christus euch aus dieser Welt herausgenommen und zu sich geholt. Wir standen ja draußen auf dem Balkon und an dem Tag war es nebelig. Und es war auf einmal, wie wenn die Welt ihr Griff auf uns verloren hatte. Und mit Welt meine ich vor allen Dingen die unsichtbare Welt, der Geister, Mächte, Dämonen, Kräfte. Diese Welt, wofür wir uns geöffnet hatten, durch Meditation und viele Übungen, die zunächst uns schöne Erfahrungen beschert hatte, aber dann auch immer mehr Druck auf unser Leben gelegt hatte. Und auf einmal war es, wie der ganze Druck wie weggeblasen war. Und es war eine Liebe da und ein Frieden, die war ungekannt. Woher denn? Weil wir Jesus Christus während diesem Gebet kennengelernt und aufgenommen hatten, standen wir auf einmal in der Begegnung zu dem lebendigen Schöpfer und Erlösergott. Und es war dessen Frieden, dessen Liebe, die wir zum ersten Mal in unser Leben erfuhren. Nun, man kann sagen, das war ein kurzer Moment, ein enormer Wendepunkt in unser Leben, aber es musste sich im Laufe der Zeit doch enorm viel klären. Denn unser ganzes Denken war voll mit buddhistischem, mit esoterischem Gedankengut. Aber rückblickend kann ich sagen, wie es damals ging. Damals, als ich noch Buddhist war, kannte ich, wie gesagt, per Definition keinen Gott. Ich strebte nach dem Frieden der Lehre. Das soll das Ziel sein und da meditierte ich dafür, da tat ich sehr viel dafür. Ich glaubte, die Energie von Nach Jahrhunderten des Erkennens Gottes durch den Glauben sind wir heute imstande, göttliche Intelligenz direkt zu erkennen. Wie kommt das, dass wir jetzt nicht mehr glauben müssen? Es kommt dadurch, dass wir jetzt entdeckt haben, wir sind doch selber göttlich. Und jetzt haben wir doch direkt Zugang zu dem göttlichen Wissen. Früher haben wir gedacht, wir müssten da außerhalb noch irgendwo einen Gott haben und den noch befragen. Aber jetzt ist das einfach nicht mehr nötig. Und wenn wir uns nur hoch genug entwickeln, dann werden wir Zugang zu diesem göttlichen Wissen bekommen. Und hoch genug entwickeln können wir uns auch, indem wir uns göttliche Energie aus Bäumen, aus Steinen oder sonst woher holen. Hier in einem Magazin in Deutschland hieß es vor einiger Zeit, Gesundheitstouristen, deutsche Rentner holen sich Kraft aus einer Energiezypresse. Es war in China, dort hat man sie an so einen Baum gestellt. Ich weiß nicht, ob die Rentner wirklich wussten, was sie da taten. Sie haben wahrscheinlich gemeint, sie bekommen einfach die Kraft des Baumes. Ja, in der Bibel heißt es, dass Gott im Himmel wohnt und thront. Wir Menschen hier auf Erden, aber zwischen Himmel und Erden gibt es einen Bereich der Luft, wo Geister, Mächte, Dämonen und Kräfte sind. Mit diesen macht man das erste Kontakt, wenn man sich für etwas Unsichtbares, etwas Transzendentes öffnet. Im Neuen Testament heißt es, ihr lebtet auch nach der Art dieser Welt, das deutsche Wort Welt übersetzt das griechische Wort Kosmos. Und dann heißt es, ihr lebtet unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht. Hier wird diesen Bereich Luft genannt.
nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werke ist. Nun gibt es also einen Geist, der in der Luft herrscht, und unter diesem einen Geist ein Heer des Himmels von Dämonen, Mächte, Kräfte, allerhande, man könnte sagen, Unterstufungen, die auch auf die Menschheit einwirken wollen. Sicher, wenn sie auch von ihrer Seite sich bewusst für sie öffnen. In der Esoterik oder New Age-Bewegung gibt es manche Autoren, die diese Bewegung begründet haben, wie die Autorin Marilyn Ferguson. Sie schrieb das Buch Die sanfte Verschwörung, schon in etwa um 1970. Und sie bringt eigentlich die ganze Sache auf einen Punkt, indem sie die Kraft dieser Bewegung benennt und sagt, es handelt sich um einen neuen